hätten wir bei der Chirurgie nicht machen können. Oder hätten wir auch machen können, wenn wir gewollt hätten. Aber da ging das dann relativ schnell ja auch jetzt zum Glück. Aber ihr seht schon, wir kriegen Patienten, die wir einfach nicht aufnehmen können. Warum kann der nicht aufgenommen werden? Schilddrüsenhormon braucht der. Diagnostik. Arzt ist nicht qualifiziert genug. Der Marco. Warte mal kurz. Welche Ärzte haben wir in der Tagschicht hier? Der hier? Der hier? Sie? Warte mal, der ist hier operativ. Der kann gar nicht. Der ist Anästhesist und wir bräuchten jetzt noch irgendeiner mit fortgeschrittener Diagnostik. Dieser hier. Die dürfen aber auch... Okay, da haben wir sie jetzt nochmal als zusätzliche Ärztin hier auch drinnen. Die können das nicht, oder was? Der wird auf Diagnostik geschult, bitte. So, hier ist auch er. Er ist operativ, der wird auch fortgeschritten. Den machen alle Diagnostiker. Und sie sind auch Diagnostik, das ist wichtig. Und die sind auch klar, was die machen. Warte mal kurz, jetzt habe ich irgendjemanden verschoben, oder? Pfleger fehlt hier einer. Warte mal ganz kurz, Pause. Ich habe irgendwie irgendeinen von unseren Leuten gerade hin und her verschoben. Wo waren denn die? Also intensiv ist zu, das ist klar. Das machen wir jetzt alles hier mal zu, was wir noch nicht haben. Mir fehlt gerade irgendein Personal. Spezialisierung ist klar. Wo sitzt denn die hier gerade? Effizienz. Geht nach Hause. Ich habe gerade irgendjemanden irgendwo hin verschoben und weiß nicht mehr wohin. Ist jetzt wieder richtig? Sag mal, nachts zwei. Nachts zwei Pfleger. Warte mal, dann geht sie mal in die Tagesschicht rüber. Das müsste besser sein. Ja, jetzt ist wieder besser als ausgeglichen. Gucken wir mal, ob jetzt dann morgen noch Patienten heimgeschickt werden, weil unsere Ärzte nicht in der Lage dafür sind. Das ist ja wohl echt schwierig. Oh, da kommt einer. Wird abgeholt. Diagnostik! Favoritenmitarbeiter. Wir können niemanden befördern, ne? Der muss halt einfach Level aufsteigen. So, die hat ein Magengeschwür, dann kriegt die Protonengeschichte. Das ist ja auch ganz gut. Die bringt 2,7 ein. Ist auch okay, meine Lieben, ne? Das ist ja Geld, was ja für uns auch... Geld stinkt ja bekanntlich nicht. Und das ist ja sowieso nicht. Lassen wir mal laufen. Dann sollten wir eigentlich am nächsten Tag ganz gut Geld haben. Schauen wir mal. Gucken wir mal, ob es klappt. Wie gesagt, ich glaube, das war ganz gut, unsere Ärzte jetzt auf fortschrittliche Diagnostik weiterzubilden. Das könnte man im Übrigen mit der Notaufnahme hier auch mal checken. Wir haben hier ja auch ganz viele Ärzte. Und die sind auch Diagnostik, die sind auch schon dabei. Der ist Anästhesist, der macht natürlich auch Umschule. Ups, da habe ich jetzt falsch geklickt. Nicht da, da. Und sie ist auch eine Anästhesistin, die macht natürlich auch auf Diagnostik. Es ist wichtig, dass unsere Leute hier in diese Richtung definitiv weitergeschult werden. Er auch. Sie ist Stationspflegerin, das passt auch. Hier im Labor ist ganz, ganz wenig nur los, das passt. Radiologie ist uns egal. Und bei denen haben wir es ja schon geklärt. Die haben in der Nachtschicht hier auch nichts zu tun. Die haben ja tagsüber schon nichts zu tun. Da ist noch zu wenig los bei uns. Ja, meine Lieben. Lass mal weiterlaufen. Wir kriegen das hin, Freunde. Wir kriegen das jetzt hin, dass wir jetzt ein sauberes Plus machen, bauen unseren OP und
Dann schaut die Sache gar nicht so schlecht aus, glaube ich. Ah, Tag beginnt. Hier liegt auch echt nur einer rum, ne? So, der Tag beginnt heute mit minus 1000. Wir haben gestern plus 2000 gemacht. Das passt. Damit kommen wir ganz gut hin. Und jetzt heißt es eigentlich nur noch eins. Warten, bis alle Ärzte da sind. Und dann lassen wir das Ding heute richtig durchlaufen. 2,7. Zack. Und schon im Plus. Sauber eingenommen. Wunderschön. Keine Toten. Bis jetzt keine Toten. Wir haben bisher alle noch sauber verarztet. Momentan ist auch relativ wenig los hier drin. Also natürlich kann sein, dass da noch komplizierte Diagnose bei Jan Jäger. Ja, könnte alles Mögliche sein. Das ist relativ eindeutig. Mach mal so. Kriegt er das Zeug mit und dann kann er nach Hause gehen. Jawohl. 300 verdient. Sauber. Komplizierte Diagnose geschafft. So, liegen hier Leute noch? Nope. Keine Leute. Hier nicht. Ja, schon ein YouTube-Video. Ich hab's genau gesehen, Kumpel. Argus-Augen. Alles geht. Vielen Dank für den tollen Stream. Danke dir. Das ist lieb. So, was haben wir da? Zwei Versteckte. Abhören geht immer. Der war. Ja, jetzt habe ich irgendwas. Sonografie. Nein, Sonografie machen wir nicht. Temperaturmessung. Können wir noch irgendwas anderes machen, was wenig Einfluss hat? The Ben Bomber, Dankeschön für deinen Follow auf Twitch. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. So, was machen wir jetzt? Stuhlprobe. Ja, machen wir mal ein bisschen hier Stuhlproben und Blutabnahmen können wir ja auch nochmal machen. Dann lassen wir den mal, die Barbara lassen wir mal durchlaufen. So. Lassen wir mal laufen. So, auch der Frank Schrommer, der hat auch ein paar Probleme. Könnte ein Rinderbandwurm sein. Okay. Check mal das alles mal. Das lassen wir mal durchlaufen. Dann gucken wir mal. 5000 haben wir aktuell auf der Hand, meine Lieben. Das ist eine gar nicht so schlechte Geschichte. Dann können wir jetzt fast unseren Operationszahl kaufen, ha? Warum kann der jetzt nicht aufgenommen? Einsatzbereit fehlt. Was ist mit dir? Der kann in die Überwachung. Und dann wird er aber nicht aufgenommen. Warum? Ja, wahrscheinlich, weil die Station tatsächlich nicht funktioniert ohne OP. Okay, dann meine Lieben. Dann machen wir jetzt Folgendes. Wir holen uns jetzt den Kredit rein. Meinetwegen auch noch den zweiten. Zur Not zahlen wir einen ab. Dann bauen wir uns halt jetzt um Himmels Willen diesen OP-Saal hier ein. So. Den bauen wir jetzt hier einfach rein. So, Aufgabe abgeschlossen. Wir dürfen einen Krankenwagen bauen. Wir werden aber jetzt, bevor wir jetzt irgendwas machen, werden wir auf jeden Fall gleich einen Kredit wieder abbezahlen, damit wir nicht mit zwei rumlaufen. Das ist halt jetzt so. Der OP läuft theoretisch. Damit ergibt sich jetzt Folgendes. Es werden wahrscheinlich keine Leute mehr weggeschickt werden. Das ist ja schon mal eine richtig gute Sache. Warum sitzt an der Info in der Chirurgie keine Schwester? Da ist keine drin. Ihr habt recht. Mipa, warum sagst du denn das erst jetzt?
Was? Von wegen Statistiken festhalten. Bratähnchen, Dankeschön auch dir für dein Follow. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Mega nice. So, Freunde. Machen wir doch den nächsten Tag, schauen wir uns nochmal an. Es wird natürlich jetzt ein teurer Tag. Aber wir werden relativ schnell feststellen, ob Leute jetzt in der Chirurgie unterkommen oder nicht. Ich denke, wir werden unsere Betten ziemlich schnell vollkriegen. Gehe ich von aus. Wir haben nicht so viele Betten. Wir haben 6 Betten für stationäre Aufnahme und 4 Überwachungsbetten. Ich gehe davon aus, dass die innerhalb von einem Tag schon fast voll werden. Ob wir eine OP machen? Keine Ahnung. Ich hoffe ja. Ne, das heißt, wobei ich weiß nicht, ob wir eine OP machen ohne Intensivstation, ob die Ärzte das überhaupt können. Das kann natürlich sein. Gucken wir mal. Ganz entspannt. Miepers Freundin hat das gesehen. Oh, wie. Ja, dann würde ich sagen, Community-Liebe für Miepers Freundin, ja? Die hat das rausgefunden, dass hier keine Schwester sitzt. Dankeschön dafür. An Miepers Freundin. So. Okay. Jetzt kommt auch unsere neue Rezeptionistin. Gucken wir mal, was passiert, ob das generell denn vielleicht auch ein bisschen fluffiger hier läuft. Na, der wird nämlich jetzt auch gleich befragt, was er hat. Und dann ist er nämlich schon relativ schnell durch. Patient ist mit falscher Diagnose zurück. Saskia kommt mit falscher Diagnose wieder her. Hm. Okay. Boah, hier geht's ab gerade. Du brauchst noch Ärzte für den OP-Saal. Da haben wir uns tatsächlich schon drum gekümmert. Wir haben alle Ärzte für den OP da. Es sind alle Ärzte verfügbar. Wir könnten sofort eine OP starten. Wir haben auch hier schön Waschbecken und so weiter. Ist alles schon vorbereitet. Es kann sofort losgehen. Theoretisch. Liegen hier Leute schon? Nein. Das ist aber, ich glaube, nur eine Frage der Zeit, bis hier die ersten tatsächlich in unsere Chirurgie eingewiesen werden. Da. Zack. Der erste ist schon drin. Der braucht dieses wie heißt es? Warte mal kurz. NSAIDS. Ganz klar. Operation. Magengeschwür. Ach, die machen das da. Was machen die denn da? Das Protonendings da? Warum schnibbeln die denn an der armen Frau rum? Oder ist das Protonenhammerdings da? Nee. Warum schneiden die Frau auf? Die Arme, die kann doch nichts dafür. Holy moly. Die operieren ein. Entschuldigung, ich muss hier mal kurz wischen. Gehen Sie mal zur Seite. Oh, das sind 1A, Jungs. So, die haben die arme Frau einfach aufgeschnitten. Ja, er hat nichts dafür gekonnt. Das ist doch ein neuer OP-Saal. Probieren wir mal aus. Wer haben wir denn gerade da? Ach, die braucht auch gar keine. Ist egal, schieb's rein. Die arme Frau, die konnte nichts dafür. Und da haben sie einfach aufgeschnitten, weil der OP neu war. Der ist frisch gestrichen. Sensationell. Ja, guck mal, unsere Betten werden langsam voll. Ja, noch mit mehr Magengeschwüre, die man aufschnibbeln könnte. B. Die brauchen dieses Interferon. Okay. Alles klar. Kein Problem. Schnallt sie auf, die Arme. Haben wir denn wenigstens jetzt Geld verdient heute? Ja, ein bisschen.
Spiel nicht, weil da gehen auch die Löhne weg. Das tut noch richtig weh. Hier wird auch wieder einer reingebracht. Ja, ich sage, die Leute werden jetzt hier durchgearbeitet, durchgewurstelt. Ich habe jedes Mal Angst, wenn sie jetzt einen wegfahren. Ich denke mir schon, verdammt, da wird wieder einer operiert. 1A, ich mag das. Wir haben Hunger. Gibt uns was zu essen. Akutes Nierenversagen. Der Dialyse, ja, tatsächlich. Die Barbara. Die beste Ärzte. Solche stellen auch nur Zwergtyper ein. Die haben immer gesagt, sie sind kompetent. Und als ich gefragt habe, ob sie ein Zeugnis haben, haben sie irgendwas vorgelegt. Das könnte aber auch eine Quittung vom Meckes gewesen sein. Es gibt keine freien Betten für die stationäre Aufnahme. Sag jetzt nicht, wir haben alle voll. Wir haben alle voll. Die Inga kann nicht rein. Ja, holy moly, wir haben keine Betten frei, Freunde. Wir haben keine Betten frei. Die Inga kommt nicht. Verflucht! Aber, meine Lieben, ich muss mal ganz kurz... Oh, wir brennen die Augen schon. Ah. Meine Lieben, wir machen an der Stelle ein Päuschen.